Leute, was geht? Wir sind heute im Paulaner in Frankfurt. Das ist ein typisch deutsches Restaurant, ein typisch bayerisches Restaurant. Genau. Also das Essen, was es in Süddeutschland zu essen gibt. Und ich habe natürlich mal wieder meinen Papa mitgebracht. Mit ganz viel Hunger. Ja, ich habe auch viel Hunger. Ja. Dann lass uns mal anfangen. Also heute kann ich ja ein bisschen mehr erzählen. Mhm, weil ich das der ja Profi, schon kenne. Der Experte. Nein, das kommt nur, weil ich alt bin und sowas schon oft gegessen habe. Und egal, wo ich so bin, wenn es eine Haxe gibt, bin ich immer dabei. Womit fangen wir denn an? Ich weiß gar nicht, es ist so viel. Wir haben hier einmal Haxe und Sauerkraut. Genau, dann haben wir hier Oberster. Das ist ein bayerischer Spezialitätenkäse. Ich weiß gar nicht, was ist da drin nochmal genau? Ja, Oberster ist irgendwie so ein angemachter, das ist glaube ich die Übersetzung für angemachter Käse. Ja. Mit Kräutern drin und Zwiebeln. Also ganz lecker. Hier haben wir noch zwei Weißwürste. Da zeigen wir euch auch mal, wie man die am besten isst, weil das ist gar nicht so einfach. Und dass wir die heute jetzt um diese Zeit, das ist jetzt 15.30 Uhr, dass wir die hier noch bekommen. In Bayern würde man uns, glaube ich, schon doof angucken, weil in Bayern gibt es hier immer nur so bis 10 Uhr zum Frühstück. Frühstückswurst. Das sind Würste zum Frühstücken. Genau. Ich würde gerne eine nehmen. Alles klar. Das ist eine Zange zur Not auch. Ah, eine Zange. Ja, weil jetzt hast du sie ja schon angepikst. Nein, ja, musst du ja eh machen. Genau. Schneiden die einmal so der Länge nach auf. Ja, zeig das mal. Zeig das mal. Ich fülle währenddessen hier den süßen Senf auf. Den isst man nämlich dazu. Total lecker. Ja, mega lecker. Wenn man das dann aufgeschnitten hat, dann legt man sie so ein bisschen auf die Seite. So mache ich es jedenfalls. So, die erste Hälfte ist schon raus. Und auf der anderen, das hält man hier auch so fest. Und das Schöne ist, heute essen wir nicht mit Stäbchen, sondern mit Messer und Gabel. Da kann ich ein bisschen besser mit umgehen. Genau. Da bin ich auch besser drin. Es ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. Mm. Es ist nicht einfach. Oh, geht aber gut. Ja. Wo hast du das nur gelernt? Ich kann's noch. Die hat auch so einen Geschmack, da hast du kein Sättigungsgefühl. Ich könnte da 10, 20 Stück von essen. Ja, das stimmt. Du wirst wirklich. Nicht satt. Die ist auch ziemlich so mager, ne? Nicht so fettig. Weiß ich nicht, ob die mager ist, aber. Ja. Hm? Ja, die schmeckt nicht so fettig. Das stimmt. Mhm. Oh, mit dem süßen Senf, das ist der Knaller, echt. Und da sind auch, da ist auch Kräuter sind da drin, ne? Mhm. So Petersilie und sowas. Genau. Mhm. Ja, die ist voll gut, oder? Mhm. Mhm. Und der Senf ist auch richtig gut. Mhm. Ja, typischer, süßer bayerischer Senf. Mhm. Mhm. Ich könnte auch 15 Stück von den Dingern essen. Oh. Und? Das Wasser, was da, wo die Würste drin lagen, das wird jetzt so ausgetrunken, ne? Okay. Ah, Igitt. Vielleicht nicht ganz. Nee. So, das war schon mal richtig gut. Sekunde, ich bin auch gleich fertig. Ich nehme noch mehr Senf. Oh. Ich packe mir immer überall zu viel Soße drauf. Ich liebe Soßen. Ich bin ein Soßenfetischist. Mhm. War ich früher schon, ne? Ja. Als Kind. Farina war immer zufrieden, wenn sie Kartoffeln und braune Soße hatte. Mm. Mehr brauchte die nicht. Ich bin heute zuständig für die Haxe. Oh, da probiere ich auf jeden Fall auch mal was von. Und da gibt es auch immer noch ein besonderes Messer zu. So ein ganz spitzes mit Zähnen. Oh. So ein ganz scharfes, weil... Ja, das ist praktisch. Vielleicht hört man es. Ganz schön hart. Ja, die ist ganz hart, weil die ist... gegrillt. Beim Korean Barbecue habe ich schon erzählt, dass typisch deutsch zum Beispiel eine Haxe ist. Mhm. Haxe, gegrillt in Bayern. Ja. In Norddeutschland nennt sich das Eisbein, da ist das Ganze nur gekocht. Und wabbelig. Und da würde diese, guck mal hier, das sieht man hier so schön, diese krosse Haut würde da einfach nur wackeln und wabbeln. Mhm. Schon ein bisschen eklig. Und das hier ist richtig Krosch, das schmeckt. Und Krosch ist auch so ein... Sieht gut aus. Auch so ein deutscher Begriff, ne? Krosch. Krosch. Knusprig. Krosch ist aber, glaube ich, auch nur norddeutsch. Kann auch sein. Ah, ich glaube schon. Okay, also. Mm. Du bist beim Obersten, beim Oberster. Ich rieche meinen Käse gern, dann weiß ich, was ich Leckeres vor mir habe. In Deutschland darf man das auch. In Deutschland riecht man nämlich an den Sachen, bevor man sie isst, damit man den ganzen Geschmack aufsaugen kann, mit allen Sinnen. Mhm. Mm. Was es zu dieser Haxe immer dazu gibt, ist Sauerkraut.
Das ist eigentlich Weißkohl eingelegt. Und da ist so ein bisschen Verbindung zum koreanischen Essen. Ja, weil der Sauerkraut ist ja auch eingelegt und so ein bisschen fermentiert ist er ja auch. Mhm. So ein saurer. Mhm. Ja. Eigentlich ist es Weißkohl. Mhm. Und Weißkohl ist es ja beim Kimchi ist ja auch Weißkohl, ne? Ja, Chinakohl teilweise. Oder Weißkohl. Genau. Oder Rettich. Da sieht man, das ist eigentlich so die gleiche Grundzutat, aber in verschiedenen Zubereitungen. Mhm. Und als Beilage haben wir hier so dunkles Brot. Das kann man dann eben auch dazu essen. Mhm. Was man aber auch noch ab und zu macht, sind so Knödel. Mhm. Also Kartoffelknödel. Genau. Oder Semmelknödel. Ja. Mhm. Die gibt's auch, genau. Der Käse ist total lecker. Da sind riesige Käsestücke drin. Darf ich den auch mal probieren? Mhm. Ich habe ja auch noch eine Brezel. Ja. Guck. Das ist eigentlich ganz untypisch, dass so große Käsestücke da drin sind. Das ist eigentlich sonst immer feiner gemahlen. Gemalt. Gemalt. Oh. Mmh. Mmh. Mhm. Lecker, ne? Weißt du, was das ist? Das hatten wir beim Korean Barbecue auch. Rettich. Mhm. Könnte man sich auf die Brille kleben, kannst du. Magst du Kümmel? Mhm. Inzwischen ja. Ich mag Kümmel irgendwie nicht so. Weiß nicht. Kreuzkümmel mag ich, aber Kümmel nicht. Ich mochte Kümmel noch nie. Allerdings, als wir nach Leipzig gezogen sind, habe ich ja oft auch in Thüringen zu tun gehabt. Mhm. Und in Thüringen kommt so ziemlich an alles Kümmel. Mhm. Aber das kennen wir in Norddeutschland gar nicht. Deshalb ist es für uns eigentlich ziemlich neu. Genau. Schmeckt ein bisschen komisch. Genauso wie Koriander. Mhm. Koriander finde ich auch ganz schlimm. Ja. Aber sonst, das war es auch an Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Soll ich dir mal was abschneiden? Ja. Oder soll ich selber probieren? Mhm. Probier mal. Oh mein Gott. Ah. Okay. Und jetzt weißt du, warum es da anderes Messer zu gibt, ne? Oh, ja, bisschen schwierig. Mhm. Aber die ist sehr lecker. Hui. Ist gut gewürzt, nicht zu salzig. Mhm. Hat man auch ab und zu mal, dass sie sonst so sehr salzig ist, aber die ist klasse. Mhm. Ja? Mhm. Okay? Mhm. 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 Lecker. Sauerkraut. Ist auch gut, ne? Mhm. Mhm. Lecker. Fehlt für dich nur noch die braune Soße. Mhm. Und die Kartoffelklöße. Ja. Oh Gott, ich habe hier gleich den ganzen Topf leer. Vielleicht sollten wir mal tauschen. Mhm. Oh nein, Fliegen. Fliegen. Wie groß war die Fliege? Hier ist wahrscheinlich jeden Tag eine Haxe. Mhm. Gut, wollen wir mal tauschen? Mhm. Wir tauschen mal. Mmh. Willst du mein Messer haben? Das geht ein bisschen besser. Mmh. Das ist auch alles für die schlanke Linie. Mmh. Das ist kaum fettig, das ist alles mehr oder weniger Diät. Mmh. Oh, ich muss erst mal runterschlucken. Mmh. Das war so viel Brot. Okay, mal schauen. Ich finde, das sieht ziemlich schwer aus. Es ist so schwer zu schneiden, weil das die ganze Zeit wegrutscht, weißt du? Okay, aber wenn man erstmal ein Stück hat, dann sollte man es mit ein bisschen Senf versehen und Sauerkraut dazu essen. Mhm. Oh, das passt so gut zusammen. Perfekt. Ah, ich liebe Sauerkraut. Wahrscheinlich mag ich deswegen auch Kimchi so gerne. Die Musik ist ein Hammer. Mhm. Wieso läuft hier keine deutsche Volksmusik? Müsste so richtig bayerische so Wumpf-Tata, Umpf-Tata. Mit Schuhplattler und so wie die hier. Okay, Leute, wir sind auch so gut wie fertig, würde ich sagen. Und satt. Mhm. Absolut. Jetzt noch mein Restbrezel auf. Ich hoffe, dass Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, auf jeden Fall abonnieren. Nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Das war der Landfunk, die Sau ist satt. Da müssen wir noch mit reinnehmen. Schuld.
Stufen.